glaube, entweder müssen wir den mal neu starten oder wir setzen jetzt hier einen Cut von der ganzen Aufnahme, je nachdem, wie ihr es möchtet. Ja. Achso, ja, lange von der kann ich sowieso nicht mehr machen. Müsst ihr jetzt entscheiden. Also ich wäre jetzt an dem Portal eigentlich. Ich sehe nichts. Okay, dann komme ich auch wieder an. Und da ist Megasternguckers Grab. Ja, den habe ich schon 10-mal mindestens abgebaut. Hier ist ein Loch im Brunnen. Das sieht ja aus. Hey, mein Getränk. Jetzt reinspringen und den Pina Colada trinken, oder? Genau, reinspringen, Pina Colada trinken. Kann der Tintenfisch, kann ich fliegen? Seht ihr mich als Tintenfisch? Nein, ich bin wieder in unserer Welt. Ja. Ah, jetzt verwandle ich mich, okay. Oh Gott. Bin wieder in unserer Welt. Ich auch. Das war so lustig. Oh, das Portal hat sich ja dahin gesetzt, wo vorhin noch ein Dings stand. Genau. Und ihr wart weg, ne? Der Brunnen war auf einmal da und ich rannte hier so rum und dann trieb dann so ein Stuhl hier im Wasser rum. Jetzt ist nicht mehr da. Der grüne ist weg. Nö, ich sehe den, glaube ich, oder? Mein Liegestuhl ist weg. Oder was ist das hier? Der trieb jedenfalls dann so hier so ein bisschen im Wasser rum. Oh, da ist irgendwie was anderes noch im Wasser. Leute, könnt ihr nochmal kurz vorbeischauen? Bei mir hat es gerade nicht funktioniert. Ich bin immer noch in einer anderen Welt. Ich brauche nochmal ein Getränk. Kein Problem. Wo ist denn Susi? Ich bleib hier. Du bleibst dort? Ja. Ja, dann komm nie wieder nach Hause. Nein, ich meine, ich bin wieder in unserer Welt. Ich bleib da auch. Ja, ich bleib da jetzt auch eigentlich, aber ich bringe eben Mega noch das Ding vorbei. Ja. Dankeschön. Mega, wo bist du? Bin hier am Portal. Oder muss man ich leg dir die in die Kiste. Ich leg den zweiten noch in die Kiste, aber dann habe ich keinen mehr. Die Kiste offen ist, aber ich sehe dich nicht. Dankeschön. Ich habe sonst keinen mehr, ne? Das sind jetzt die letzten zwei. Sonst muss ich welche aus der anderen Welt holen. Man muss im Wasser sein, richtig? Man muss im Wasser sein. Ich bin reingesprungen und habe in der Zeit das Ding getrunken und dann fing sich das an so zu bewegen. Man muss in dem Wasser sein. Ah, jetzt! Aha! Ich sehe eine Fledermaus und ich sehe. Was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich. Oh, mein Kopf tut weh. Oh je. Oh, ja, Gott sei Dank sind wir wieder zurück. Ja. In unserer Welt. Dann werde ich auch beim nächsten Mal, werde ich dann mich wieder ausrüsten. Beim so anfangen wie schon mal damals. Beim nächsten Mal, aber ich. Ja, kommt drauf an, wie lange wir halt jetzt noch machen. Ja. Oh Mann, liebe Leute, das war eine Reise bis jetzt. Ah, das ist Bambus. Sind wir denn überhaupt zu Hause? Ah, nee. Wo oder wann? Ja, ich muss halt mal gucken, wo wir hier sind. Was ist das für ein Marker eigentlich auf der Karte? Hä? Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Oh, nicht, ich weiß nicht, was das für ein Marker ist. Boah, du hast ja schon schön weitergebaut mit Quarz. Und wo ist denn mein Tau? Das machst du aber fein. Was soll das werden? Hast du dich verflogen wieder, Baby? Ja, ich hab ein Problem hier mit der Welt. Mit der Welt? Ja, mit der Welt habe ich auch ein Problem. Die Welt ist böse. So viele böse Menschen hier auf der Welt. Okay, jetzt lädt er. Jetzt lädt er. Oh, ich sehe meine Gebäude. Juhu. Ja, es dauert immer so ein bisschen manchmal. Also ich gehe mich wieder ausrüsten in der Schmiede. Mach das, Mega, mach das. Ich glaube mal, ich bin sehr, sehr ressourcenfordernd. Nö, gar nicht. Das ist auch nicht mehr als das, was ich bin. Auch nicht mehr als Kuro. Die Grüße! So, was wollte ich denn jetzt? Achso, genau, ich weiß wieder, was ich will. Oder was ich wollte. Kurze Frage an euch. Ja, wann gedenkt ihr daran oder wolltet ihr einen Cut setzen?
Nicht, weil ich jetzt irgendwie aufhören will unbedingt oder so, weil es geht mir jetzt einfach nur darum, wann musst du weg, Mega, und wie ist vielleicht dein Gemütszustand, Susi? Vielleicht noch eine Viertelstunde oder ganz so. Gut. Also wir können ja gerne dann einen Cut setzen, aber wir können auch gerne noch ein bisschen weitermachen, Marc. Also mir, also ob ihr dann weitermacht oder so, das ist mir natürlich vollkommen egal. Ich kann halt nicht mehr, vielleicht noch eine Viertelstunde. Okay, dann weißt du Bescheid, Marc. Gut, okay. Dann machen wir die Viertelstunde noch, ungefähr. Und dann setzen wir den Cut. Alles klar, und dann gucken Susi und ich mal, ob wir direkt danach noch weiter aufnehmen oder nicht weiter aufnehmen. Mal gucken. Ich muss außerdem, außerdem. Oh Mann. Außerdem. Ja, ja, ich hier wiederhole mich selbst schon hintereinander im Satz. Oh Gott. Hintereinander. Weißt du? Das ist. Sehr blöd. Hör auf. Du beschwerst dich doch immer, dass ich mich wiederhole, hole. Immer dieser Paarloch. Ja. Ja, ne? Ich suche gerade. Der merkt, dass mich das nervt. Ach, ist ja jetzt okay. Mach das doch nicht mehr. So, ich suche gerade einen Feuerstein. Habt ihr zufällig einen gesehen? Moment. Feuerstein? Ja, ein Flint. Wenn du guck mal in der Lootkiste, vielleicht ist da mal welches reingekommen. Ja, ich guck gerade hier sämtliche Kisten einmal durch. Ah, da, ich hab schon. Alles gut, ich hab. So, dann bauen wir uns doch mal ein Feuerzeug. Ja, wir bestimmt unsere Bohnen abbrennen. Ja, frag es. So wie er schon lacht. Ja. Ich? Nein, niemals. So, dann mache ich mal die Feuer! Hast du gemacht? Unser Lagerhaus brennt! Mann. Nein, tut es nicht. Nein, damit spielt man nicht. Ich mach mal das Fleisch von den verschiedenen Sauriersorten in die Zukunftsdings, ja. Das habe ich schon längst alles wieder aus dem Inventar geschmissen gehabt, weil das so vollgemüllt wurde dadurch. Ich hatte von jedem Saurier, den ich getötet hatte, mindestens 10, 20 Stück drinne. Ja, ich hab das mitgenommen. Ich wollte es auch mitnehmen, aber ich bin ja gestorben. Ich hab alles, Baby. Ich hab alles. Mach dir keine Sorgen, ich habe was das. Was macht ihr denn? Das war ein Creeper. Mega, der Creeper. Mega ist jetzt unter die Creeper gegangen. Ja. Irgendwo hatte der. So, jetzt wisst ihr auch, wofür meine Bambusinsel unten gedacht war. Wofür? Ein primitives, aber nützliches System für die Schifffahrt. Ah, habe ich nicht schon am Anfang gesagt, dass es ein Hafen wird, oder kommt mir das jetzt immer so vor? Kein das Hafen. Kommt mir nur so vor. für die Schifffahrt. Es ist kein Hafen, es steht mitten im Wasser, beziehungsweise auf einer Insel, beziehungsweise auf einem künstlichen Inselgerüst gedöns. Aha. Was kann es dann sein, wenn es kein Leuchtturm ist? Fischerhaus. Facepalm. Guckt es euch an, dann wisst ihr es. Ich bin schon da. Dann kommt ihr sicherlich drauf. Ah. Ah. Oh ja. Mega fliegt erstmal ins Feuer rein. Ach so, so ein. Ja. Sowas wie ein Dings hier? Wie nennt man das Signalding? Signalfackel. Signalfackel, ja. Signalfeuer. Leuchtfeuer, so. Nicht Leuchtturm, sondern Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuerchen habe ich jetzt da gebaut. Etwas primitiv. Primitiver als ein Leuchtturm, aber praktisch und zweckmäßig. Ich wandle jetzt die ganzen Pflanzis, die ich hier gesammelt habe, hoffentlich in Farbstoffe um. Ich bin gespannt, ob das funktioniert.
Ja. Funktioniert? Ja. Das ist gut. Nur deswegen habe ich die mitgebracht. Ah, nicht alle. Oh, jetzt kommt so ein dämliches Zombie-Viech hier. Jetzt gehe ich in die Schmiede. Das nervt. Also draußen weiter rum Zombien. Oh, fuck. Oh, fuck. Hast du, brennst du alles ab? Ja, halb Ära brennt. Nein, ein Enderman hat mich angegriffen. What the fuck? Den Hut will ich haben. Ja, yeah, ich hab einen. Aber nicht alle Blümchen gehen. Nicht alle? Okay. Schade. Aber viele. Ja, wenn es viele sind, das ist gut. Brille, viele. Ha, 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 ha. Was denn? Ach, nix. Weiß nicht, was ihr habt. Ich hab da nix. Nur einen kleinen Lachanfall. Oh, ich glaube, wir müssen Mega wieder in die Klapse dann stecken, wenn er einen Anfall hat. Ich glaube, diesmal aber wirklich. Oh. Alle sind nicht, haben alle nicht funktioniert, aber ich habe endlich Kaktusgrün bekommen. Leider habe ich mir nicht gemerkt, von welcher. Irgendeiner Grün. Von denen. Ja. Muss das ja sein. Ja, ja. Aber ich habe mir nicht gemerkt, wie die hieß. Ja, dann... Ich habe jetzt... Oh, ich habe ganz schön viel hellblauen Farbstoff und Violett. Dein Drache macht sich aus dem Staub ohne dich. Doch, da bist du drauf als Fingul. Als Möwe. Ich hab mal da drauf kaum gesehen. Ja, ja. Sah so aus, als hätte sie sich alleine aus dem Staub gemacht. Ich hab Magic Mushrooms übrigens auch gesammelt. Oh, schön. Magic? Ja, vielleicht brauchen wir das für Witchery. Ich werde das da auch mal reinmachen. Sicher, sicher. Magic Mushrooms klingt gut. Also ich habe jetzt Farbstoff Löwenzahn. Oh nein. Seeblau. Oh nein. Umweit, also Knochenweiß. Baby, ich glaube, dein Ding stürzt wieder ab. Mach mal deinen extra Lüfter an, bitte. Ist an. Also ich höre so, sie super. Boah, bei mir war sie jetzt gerade sowas von geleckt, wie gerade, wo sie abgestürzt ist. Okay. Du hast dich angehört wie so ein Roboter gerade. Oh. Kurz vorm Absturz hörtest du dich an. Ich bin ja auch kurz vorm Absturz. Meh. So war das natürlich nicht gemeint. Aber du wirst auch in der Aufnahme dann hören, deswegen. Ja, hat sich nie erinnert. Ich dachte jetzt, dass du irgendwie den Extralüfter nicht anhättest und der überhitzt oder so und dann deswegen wieder abstürzt. Aber wenn du den anhast, dann sollte es ja eigentlich gut sein. Dann war das wahrscheinlich deine Internetverbindung. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Sieht eigentlich gut aus, aber... Naja, gut aus heißt nicht immer ist gut. Hm. Kennst du von mir. So, ich nehme jetzt einfach mal hier das mit und das... Leute, ich muss euch leider berichten, dass ich jetzt doch schon eher gehen muss als gedacht. Kein Problem, dann lass uns wenigstens bitte versammeln, wenn es noch geht. Ja, es geht noch. Ich bin unterwegs. Das wäre schön. Ja. Wo wollen wir uns denn versammeln? Bei uns im Haus wieder, oder? Ja, euch im Haus. Wir sind schon unterwegs. Alles klar, mega. Dann kommen wir da jetzt beide auch hin. Das ist ja noch eine Fackel. Und da noch eine. Ha? Ja. Muss ja an der Küste entlang stehen. Das würdest du überall an der Küste machen? Nö, nicht überall. Nicht überall. Ach, nur da, wo halt auch Zivilisation ist, sozusagen. Ach so. Ja, interessant. Na, Dinosaurier-Herr? Ja. Ich hatte schon die ganze Zeit auf, aber hat man nicht gesehen. Guck mal, den hab ich gerade bekommen. Den hast du gerade bekommen. Was ist denn da? Ist ein Holzfällerhund? Ein Baumstumpf mit einer Axt da drin, ja. Okay. Mega, du sitzt im Bild. Falscher Stuhl. So, da würde ich sagen, meine lieben Freunde.
Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Ehre. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass Megasternengucker dabei war, auch bei dem Special. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und vielen Dank auch an meine geschätzte, geliebte Frau, ja, dass sie dabei war, obwohl sie etwas kränklich momentan ist und viel Stress hat. Ich will aber trotzdem mitmachen. Macht mal bitte ein Herz für Susi. Nein. Hashtag Herz für Nein. Susi. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Oh Mr. Gott, E-Team! Ich bin Mr. T, das ist mein Nachtelf Irokeser. Mr. T in the house. Mr. T, Mr. B. Gut, dann vielen Dank an euch beide. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ciao. Pff, mega. Also, mega. Mega sagt tschüss. Ciao.